ein neues Follow Me Around. Wir holen jetzt Max seinen Führerschein ab. Willst du die Tür nicht zumachen, Max? Nee. Okay, dann mache ich es halt zu. Tschüss, Sam! So, Max, sein Führerschein wird jetzt abgeholt und wir müssen noch zum Obi, weil unsere Buchsbäume befallen sind von diesem komischen Käfer. Wie nennt er sich? Ja. Weißt du nicht? Irgendwas mit Buchsbaum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich total genervt. Und ja, das machen wir jetzt und wir nehmen euch natürlich mit. Los geht's. So, wir haben den Führerschein geholt. Voll aufregend. Und der Max, der versucht jetzt hier aus dieser Parklücke zu kommen. Mal schauen, ob er seinen Führerschein behalten darf jetzt. Oh, ich bin so gemein. Ich mache aber echt nur Spaß. Geht's, Max, Schatz? Okay, der wartet, bis die jetzt wegfährt. Sehr, sehr vorbildlich, Max. Wir gehen jetzt zu einem Obi. Weil wir dieses Mittel jetzt brauchen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das kostet und wie das funktioniert und so. Wie gesagt, ich bin wegen diesem komischen Käfer echt total genervt. Egal. Kriegen wir schon hin. Oh, die sind auch voll schön. Und dann auch noch pink. Yay. Max schaut jetzt nach Brombeeren. Da hinten sind die Brombeeren. Magst du die mitnehmen, Max? Ja. Echt jetzt? Welche? Welche Pflanzen? Dunkle oder die da drüben, meinst du? Meinst du eher die? Oder? Sind es die? Oh Gott, ey. Ach ja, hier die. So, wir schauen schon mal nach neuen Books. Nee, aber wir können den retten, hat die Frau gesagt. Schaut mal, der kostet 60 Euro und wir haben riesige Buchsbäume. Also die sind viermal so groß. 60 auf 60, sagt der Max gerade. Gott, hoffentlich sterben die nicht. Also wir haben dieses Teil jetzt hier gekauft und der Max hat auch das da. Max, was hat es nochmal gekostet? Das Teil hier? 25 Euro. Den hier ernst? Ja, naja, hoffentlich klappt das. Sonst müssen wir wieder hierher. Hoffentlich nicht. Übrigens, wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe? Total lustig. Der Max hat sich total kaputt gelacht. Ich habe nämlich diesen Rasenmäher-Roboter entdeckt. Total witzig, aber das Teil kostet... Was hat es gekostet, Max? 900 Euro. Und unser Nachbar hat es und da sage ich immer, Bella, fass, wenn ich Gassi gehe. Ne? Ich verarsche da immer alle. Ja, Bella fasst das Teil natürlich nicht. Snapchat-Geschichte. Wer mir auf Snapchat folgt, kennt es. Aber 900 Euro, Leute, für so einen Roboter, hallo. Ja, der Max, der mäht unseren Rasen. Na, Max, Schatz? Nö. Nö. Okay. Max, du bist unser Rasenmäher. Gärtner. Also, wir gehen jetzt bezahlen und ich hoffe, dass dieses blöde Mittel anschlägt. Da ist er. Der automatische Rasenmäher. Da. Richtig cool, oder? Viel zu teuer. Aber genial. Der macht das dann alleine. Schaut. Cool. Aber bei uns ist es eh zu kompliziert, weil es am Hang wohnen, ne? Max, wir haben einen Rasenmäher. Ich hätte gern den Schirm hier. Der Max hat mir nämlich meinen, der oben auf der Terrasse steht, für seine Terrasse weggeschnappt. Und jetzt brauchen wir da oben einen neuen. Mist. Hallo Bianca, da ist die Heidi. Hast du vielleicht noch einen Friseurtermin für Lissandra? Für heute vielleicht? Perfekt. 14.30 Uhr passt. Ja, super. Danke dir, Bianca. Ciao. Tschüss. So, ich musste jetzt noch schnell einen Friseurtermin machen für den Lissandro. Habe ich total vergessen und da hat mir gerade geschrieben, Mama, wann gehe ich denn zum Friseur? Ja, ich habe gerade angerufen. Jetzt gehen wir aber erstmal noch ganz kurz zu Edeka und kaufen ein paar Sachen ein, weil der Max seine Lieblingssuppe kochen möchte. Und ja, weil ich jetzt hier gerade ne, nochmal drauf geschaut habe, ganz viele schreiben mir auf Snapchat, woher ich denn diese wunderschönen Ohrringe habe. Die habe ich von Mein Punkt und ich habe euch das auch schon auf Instagram gepostet. Ich habe da auch diese Blumenohrringe her. Und da habe ich ja leider einen in der Autostadt verloren und ja, es hat mich total traurig gemacht, weil das so, so schöne Ohrringe sind. Und die hier, die mag ich jetzt auch sehr, sehr gerne. Die sind halt Silber und deshalb habe ich hier meinen Silberschmuck angezogen. Den Ring
ich von meinem Mann zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der ist von Thomas Sabo und habe hier noch meine silberfarbene Uhr. Die ist auch von Thomas Sabo, die habe ich auch von meinem Mann geschenkt bekommen an einem anderen Weihnachtsfest. Und jetzt sind wir hier angekommen bei Edeka. Den Rabattcode, den schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Wie gesagt, Rosella mir 17 bei meinpunkt. Da könnt ihr mal vorbeischauen und dann könnt ihr Geld sparen. Und jetzt gehen wir schnell zu Edeka. Machen jetzt die Suppe, die filmen wir separat. Gesundheit, Bella! Gesundheit! Das ist die kleine, feine Bella. Das filmen wir euch separat ab. Und ich ziehe mir jetzt was Bequemes an. Während der Max das jetzt alles vorbereitet mit den Buchsbäumen, packe ich ein paar Geschenke ein. Das filme ich euch auch noch ab, weil euch das immer interessiert, wie ich die Sachen so einpacke. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen von der Verlosung. Und ja, wie gesagt, wir kochen dann auch noch. Aber wir sehen uns nach der Einpackaktion. Dann nochmal, ne? Aber wie gesagt, ich ziehe mich jetzt erstmal um. Ich ziehe mir dann immer was Bequemes an, wenn ich zu Hause ankomme. Okay, also der Max, der legt schon los. Okay, ich muss mich beeilen. Jetzt schimpft er mit mir. So, jetzt hat sich auch die Gewinnerin von dem Buch hier gemeldet. Baby Leicht, das hatte ich verlost auf Instagram. Eins auf Snapchat und eins eben auf YouTube. Da bin ja auch ich mit einem Beitrag. Und hinten bin ich auch nochmal. Und das durfte ich, wie gesagt, verlosen. Das packe ich jetzt auch schön ein in so ein Papier hier. Und ja, vor allen Dingen eben den Luvia Kabuki, den packe ich jetzt ein. Allerdings muss ich den jetzt erstmal aufmachen. So, also dann mache ich mal das Papier hier weg und packe ihn aus. Dann kann ich ihn euch auch nochmal zeigen, wie schön der aussieht. Auch die Verpackung, ne? Richtig schön. Tada! Da ist er. Schön, ne? So, und da werde ich jetzt drauf unterschreiben, damit die Gewinnerin eine kleine Erinnerung noch hat. So, jetzt gucke ich mal, wo ich drauf unterschreiben werde. Soll ich doch lieber hier drauf unterschreiben? Oder lieber auf dem Karton? Ich unterschreibe lieber auf dem Karton. Ja, genau. So. Tada! Ich schreibe hier noch was drauf. So, ich habe mich jetzt für das Papier hier entschieden, weil das hier ist ein bisschen zu starr, also das ist zu fest, das gefällt mir nicht. Ich habe ja hier immer so Streuartikel, das wisst ihr ja, habt ihr bestimmt schon auf Snapchat gesehen, ich mag das super gerne. Sieht einfach schön aus, wenn man ein Geschenk aufmacht. Die hier zum Beispiel sind jetzt von Nanunana, aber die gibt es ja überall, zum Beispiel auch, glaube ich, bei Teddy. Und ja, ich mag das halt sehr, sehr gerne. Eine Schleife rum. Schleifen mag ich auch sehr gerne. Ja, also das ist das eine Paket. Ja, ich musste jetzt noch einen kaufen, weil es ein kleines Missverständnis gab. Und zwar hatte ich eigentlich schon die Gewinnerin ausgelost. Und die Firma Luvia hatte auch eine Gewinnerin ausgelost. Und deshalb werde ich jetzt drei verschicken. Ich muss leider auch das Porto selbst bezahlen. Aber gut, das ist überhaupt kein Problem. Das soll auch überhaupt kein Vorwurf sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich mir da Mühe gebe. Und hier habe ich jetzt auch eine kleine Widmung noch reingeschrieben. Viel Spaß beim Lesen und alles Liebe fürs Baby. Heidi. Genau, weil die Gewinnerin bekommt nämlich im September ein Baby. Jo, und das ist doch schön. So, jetzt mache ich den hier noch auf und unterschreibe ihn. Und ja, dann bringe ich das alles zur Post, würde ich sagen, ne? So, schaut mal, wie schön der aussieht. Ah, oh, das ist so toll.
Das Problem ist halt, das zu verschicken, weil es halt so ein komisches Format ist, sozusagen für die Post. Und ich denke, ich werde da 4,90 Euro bezahlen müssen. Mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall versichert wegschicken, damit es dann auch nicht wegkommt. Und werde mich da aber erstmal informieren. Hier habe ich übrigens auch noch sowas. Das lege ich dann noch dazu. Aber das ist einfach nur eine Karte, damit ich eben was draufschreiben kann. Also das ist jetzt irgendwie nicht Fame oder so. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ihr denkt, oh, jetzt hat es ja auch noch... Karten sich machen lassen, die habe ich schon eine ganze Weile. Die hatte ich mir mal gemacht für die Glow, damit ich einfach was in der Hand habe, falls jemand ein Bild machen möchte. Es waren dann tatsächlich ein paar, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich bin ja eine sehr kleine Bloggerin. Aber ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, ist ja ganz klar. So, jetzt packen wir den wunderschönen Kabuki auch noch ein. Und dann kommt das alles zur Post. Jetzt habe ich natürlich vergessen, den zu unterschreiben, vor lauter Quatscherei. Multitasking und so nicht. So, Heidi. Und hier schreibe ich auch noch alles Liebe drauf. Alles Liebe. Und auch hier viel Spaß damit. So. Okay, und jetzt kann ich ihn einpacken. Wenn man mal kurz nicht aufpasst, ne? Ihr habt es gesehen, ich habe die Geschenke eingepackt. Tschüss, Snap! So, wir haben jetzt gekocht. Die Suppe ist fertig. Der Max isst jetzt. Und jetzt muss ich mich total beeilen. Der Alessandro hat ja den Friseurtermin. Ja. Und ich würde sagen, wir machen eine Vorher-Nachher-Aufnahme, oder? Ja. Was meinst du? Okay, jetzt müssen wir uns beeilen, weil der Termin ist eigentlich schon seit 5 Minuten. Aber ich habe angerufen, dass wir ein bisschen später kommen. Weil ich musste noch auf Moritz warten. Aber ich sag's euch, das ist wieder der Stress des Grauens. Ne, Lassi? Ja. Wie immer. So sieht der Lassie jetzt vorher aus. Also, es muss ganz schön viel weg. Ja. Ne, Lassie? Mit deinen Löckchen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie du danach aussiehst. Los geht's. Wir sind jetzt fertig beim Friseur und jetzt zeige ich euch den Alessandro. So sieht er aus. Richtig schick. Ganz, ganz viele Haare sind abgekommen. Ja. Eine richtige Wolle. Ja. Sah gar nicht so viel aus, aber der hat eine richtige Wolle auf dem Kopf gehabt. Und jetzt sieht er schön frisch aus, jetzt gerade für den Sommer dann. Dann schwitzt er nicht so viel, mein Schatz. Ne? Ja. Also ich finde es richtig schick. Magst du mal ein bisschen näher zeigen? Drehst du dich mal ein bisschen, dass man es so sieht von der Seite? Ja, richtig viel ist weggekommen. Wahnsinn. Wir müssen jetzt ganz schnell nach Hause. Ich muss nämlich noch einkaufen. Der Lucky feiert morgen seinen Kindergeburtstag. Er möchte mit den Kindern ins Schwimmbad. Am liebsten würde er in ein Schwimmbad, das ein 10er Sprungturm hat, aber da muss ich erst noch gucken. Vor allen Dingen möchte ich nicht diese Verantwortung übernehmen für andere Kinder. Mal gucken, wie ich das mit ihm jetzt regel. Und wir verabschieden uns jetzt mal von diesem Vlog. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich habe euch ein bisschen wieder mitgenommen in meinen Alltag und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!